Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dich heute begrüßen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich habe hier gefunden diesen coolen Überladewagen von HW. Ja, den Überladewagen ULW 1500. Ja, ich glaube, da fehlt eine 0, weil er hat hier 15.000 Liter Ladevolumen. Also 15 Kubik das Ganze, ja, und ist hier zu haben für 60.000 Euro. Miete sind wir bei 3.060. Ja, und das Ganze hat ein Eigengewicht von 5,2 Tonnen. Du benötigst eine Leistung von 120 PS, entsprechend 88 kW. Und du hast den Reifen drauf von Drellebock, den T404. Das Ganze gibt es hier natürlich noch mit Breitreifen. Ja, der Mod ist hier nicht, also immer entsprechend original, ist mir gesagt worden. Also in der Beschreibung, da steht das drin. Und das Ganze gibt es hier natürlich hier mit Michelin Standard, natürlich auch mit Breitreifen. Dann gibt es den hier Friedestein Standard und Breitreifen. Dann PKD nur mit Standard. Dann das Ganze gibt es wieder hier von vorne. Dann haben wir das natürlich das Design hier auf Alt. Dann gibt das Ganze hier, wie wir sehen, hier die Felgen sind hier so zweifärbig, das Ganze her. Dann gibt es das Ganze natürlich hier neues Design, das Ganze. Ja, und dann natürlich hier mit zweifärbige Felgen das Ganze. Dann, wie wir hier sehen, hier Kennzeichenwahl ist hier, wie du siehst, hier mit oder nur hinten natürlich, ja, oder ohne natürlich, wie ich sagen wollte. Ja, und was gibt es hier noch zu sagen? Der Mod ist leider hier nur für PC verfügbar und ist mit IC-Control nutzbar. Coole Sache, das Ganze hier für Leute, was hier also RP betreiben möchten. Natürlich ist das hier ein cooler Mod. Ich habe aber leider mir die Lok noch nicht angeschaut. Also ich denke mal, wir schauen das Ganze uns einmal an. Ja, sehen wir jetzt einmal hier das Ganze mal auf neu. Ja, das sieht so her aus. Ja, sieht doch cool aus, finde ich auf alle Fälle. Ja, und wir haben hier, wie wir sehen hier, auch hier ein Button hier an der Seite und wir haben einen hier hinten. Da kannst du die Plane wegmachen oder ranmachen. Hier kannst du die Leiter ausfahren. Sollte ja, jetzt kommt's, ist die Animation, braucht ein bisschen länger. Wie wir sehen, der Zwecks der Verriegelung. Hier natürlich ein Schaufenster ist vorhanden. Und wir gehen jetzt gleich zu der nächsten Seite her. Dann kann man das Ganze hier ausklappen. Da kommt jetzt hier, wie wir sehen, ein Radio. Ich muss ein bisschen weggehen. Der dudelt jetzt die Musik. So, gehen wir ganz kurz mal vor. Und dann montiert sich der Reifen ab. Wir haben Kompressor da. Also das ist eine coole Sache, wie du hier siehst, für RP. Man hört jetzt noch leicht die Musik so her. Ich möchte nicht deswegen daher die YouTube mit, also den Filtern her, dann vielleicht Probleme gibt es daher. Deswegen also nicht böse sein, wenn ich jetzt hier natürlich hier außer Hörradius bin. Die Musik ist nicht schlecht, kann man sich gern hören. Ja, so sieht der Ganze natürlich hier aus. Natürlich hier, wie wir sehen, ja, zwecks wegen Abnutzung und natürlich hier Lackverschleiß. Das Ganze sieht dann nachher so her aus. Wie wir hier jetzt sehen. Hier habe ich den ganzen schon mal, wie wir sehen, ja, hier einmal natürlich hier beladen. Das Ganze mit 15.000 Liter, das Ganze. Da drüben den schon mal hier abgedeckt. Und wir gehen mal her und holen uns einen Trecker mal. Und testen hier das Ganze. So, mal einsteigen. So, aktivieren wir natürlich hier unser IC Control. Starten wir. So, alles ist schon mal da. Alles ist schon mal happy, wie wir sehen. Wir fahren einfach mal vor. Ja, ist echt nice, muss ich wirklich sagen. Wir fahren jetzt mal zurück. Weiß noch, wo wir Rückfahrkameras uns extra eingebaut haben in die Traktoren. Früher war das ganz leicht. Heutzutage ist es ein bisschen schwerer. Finde ich jedenfalls. So, jetzt gehen wir mal in die Außensicht mal ran. Sehen wir hier Coolkopf. Sieht schon mal ganz gut aus. Ja, und hier, wie wir sehen, hier Anschlüsse passen auch schon mal. So. Und wir tun erstmal die Plane natürlich hier öffnen. Ja, jetzt fahren wir einfach mal hier unser Rohr mal aus. Schauen wir mal, was hier unser Menü noch sagt. Ja, sagt eigentlich so etwas nicht viel.
sind wir mal so her. Können das Ganze natürlich mit der Maus schon mal hier, wie wir sehen, hier so her ausklappen. Ich bin noch nicht richtig drin wahrscheinlich. Schauen wir nochmal. Mal rauf. Ja, hoffentlich erkennt er, würde ich mal sagen, den Hänger. Wenn nicht, muss ich halt einen anderen Hänger nehmen. Weil oft ist das so, dass du vielleicht den hier wiederum nicht reinladen kannst. Ist ja LS natürlich so. Bis jetzt ist es so. Nicht so her, schon mal ran. Winkel können wir einstellen. So. Stellen wir mal aus, nochmal ein. Vielleicht bringt es das. Nein. Also fahren wir zum anderen Hänger. Finde aber jedenfalls, er sieht schon mal ganz cool aus. Linker scheint schon mal zu funktionieren, wie wir sehen. Bremslicht. Reflexion gibt's. Rückfahr. Kann ich jetzt nicht sagen. Also wir gehen nachher nochmal kurz in die Nachtschicht mal rein. Außer er macht da Probleme, weil das jetzt hier... Ja, das geht wegen... Man kann vielleicht nicht in den Hänger reinladen, wie wir gesehen haben. Also funktionieren tut das Ganze ja vollautomatisch, du brauchst nichts einschalten, weil es ja auch nichts davor dargestanden her ist. Ja, ich finde jedenfalls, der Mod ist nicht schlecht in der Richtung. So, jetzt fahren wir mal so her. Oder klar, probieren wir gleich einmal aus, wie das ist. Natürlich, wenn ich das Rohr wieder einfahre, dann klappt das hier automatisch zusammen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Abdeckplane natürlich drauf tun. So. Jetzt gehen wir gleich noch in die Nachtschicht rein. Lassen wir uns das Ganze im Dunkeln anschauen. Also jedenfalls, wie gesagt, ich finde ja, der Mod ist schon ganz cool. So. Bremslicht. Da ist immer hier, jetzt haben wir hier einen kleinen Fehler schon mal gefunden. Also der Kegel hier für den Rückfahrscheinwerfer ist nicht vorhanden. Wir haben schon die Funktion, wenn du jetzt rückwärts fährst, dass das ausleuchtet, dass du was im Dunkeln siehst, natürlich. Aber so Rückfahrscheinwerfer ist überbewertet heute auch bei den Pkw. Deswegen habe ich mir für meinen privaten Pkw ja hinten einen Arbeits-LED-Scheinwerfer oder die Stoßstange montiert. Wie wir sehen, das Ganze jetzt hier. Sieht schon mal ganz cool aus mit die ganze, also Beleuchtung. Wir haben hier unsere Typenschilder, wie wir sehen, hier Gebrauchsanweisungen, je nachdem. Ja, und ich finde echt nice natürlich dieses Gadget natürlich, was wir hier haben mit dem Service her. Wenn du hast jetzt ein Blattnass, aber ich frage mich, wo er den Kompressor herzaubert aus der kleinen Kiste. So, jetzt schauen wir uns natürlich noch unsere Look-Datei uns an. Da haben wir jetzt hier, ja, wegen, haben wir ein Problem drin hier, wegen die Füll-Unit wieder mal, haben wir Warning drin. Außer diesen Warning, mal schauen, was da noch kommt. Also, nein, ist sonst nichts zu sehen. Und dann noch mal kurz mal gucken. Safe-Game 1, ja, das hat schon was irgendwie was mit dem Mod zu tun, aber ich weiß es nicht genau, wieso, weshalb, warum. Ja, ich hoffe ja trotzdem hier mein Video natürlich gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du wieder reinschaust und natürlich über einen Daumen nach oben. Hiermit noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.